begrüße mit mir ganz herzlich hier in Lüdenscheid Dr. Dirk Spaniel. Ja, ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier in Lüdenscheid zu sein, und ich freue mich auch, dass wir offensichtlich ein breites politisches Spektrum hier ansprechen. Von unserer Partei bis hin zu den Leuten, die Demokratie und unser Land ablehnen. Die sehen wir auch hier. Und ja, ich rede gerne mit euch da hinten. Nehmt euch doch einfach einen Fragenblock, kommt nachher hierher und ich beantworte jede Frage. Aber wenn ich da lese, die Brücke braucht keine Faschisten und die Brücke braucht keine Rassisten, dann frage ich mich doch ehrlich, wie weich in der Birne muss man sein, um so etwas auf ein Blatt Papier zu schreiben? Leute, es geht hier um Verkehrspolitik. Und wer sowas auf ein Blatt Papier schreibt, der zeigt nur eins. Er hat überhaupt nicht verstanden, über was wir hier heute reden. Und wenn das nicht verstanden wurde, dann habe ich leider ein Bildungsproblem. Und dieses Bildungsproblem, das offensichtlich da drüben ist, zeigt, Leute, ihr seid nicht demokratiefähig. Ja? Kommt einfach hierher, diskutiert mit uns, ich beantworte euch gerne Fragen. Aber das ist einfach nur eine peinliche Nummer, euch kann man nicht für voll nehmen. Sorry, im weiteren Teil der Veranstaltung werde ich euch einfach ignorieren. Was hier in Lüdenscheid passiert, und das hat mein Kollege aus der Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen ja bereits angesprochen, was hier in Lüdenscheid passiert, ist ein Skandal. Es ist deshalb ein Skandal, weil hier nicht eine Brücke kaputt gegangen ist, sondern weil uns suggeriert wird, dass in diesem Land Reparaturmaßnahmen an Brücken und auch generell unsere Infrastruktur halt einfach ungefähr 20, 30 Jahre braucht, um sie neu zu planen. Um eine Brücke zu ersetzen. Und ich will Ihnen mal kurz erzählen, wie das im Bundestag ablief. Da haben sich doch tatsächlich die Parteien, die da drüben alle so gut finden, ja, ich weiß, sie wollen alle keinen Verkehr, sie wollen alle am besten daheim auf dem Sofa liegen, Netflix gucken, und die anderen sollen für sie arbeiten. Aber in unserem Land lebt jeder hier davon, dass der Laden beliefert wird und dass morgens die Brötchen kommen. Und dass auch der Heizöltank gefüllt wird. Und diese ganzen Dinge passieren nur deshalb, weil es Straßen und auch Schienenverbindungen gibt. Und man muss mal nüchtern akzeptieren, dieses Land funktioniert eben leider nur komplett mit der Straße. Weil am Ende jeder Bahnverbindung ist immer eine Straße. Und hier sehe ich keinen Gleisanschluss, wie dieser Laden beliefert wird. Und weil es hier keinen Gleisanschluss gibt und auch da keinen Gleisanschluss gibt, müssen alle mit dem Auto oder mit dem LKW oder mit dem Bus am Ende transportiert werden. 80% der Personenfahrleistung und ungefähr 70% der Güterfahrleistung passieren über die Straße. Und wenn in diesem Land eine Politik gemacht wird, dass man Straßen, ganz gezielt Straßen, nicht mehr reparieren darf und reparieren kann, ohne dass man 20 Jahre Genehmigungsverfahren durchläuft, dann kommt genau das raus, was hier in Lüdenscheid passiert. Unternehmen wandern ab, im Endeffekt wird die Bevölkerung in diesem Land terrorisiert, nicht nur von irgendwelchen linken Spinnern, sondern sie wird terrorisiert in diesem Land von der Politik, die da drüben im Rathaus sitzt, von einer CDU und einer SPD und auch einer FDP. Die hier allen erzählt, dass sie daran arbeitet, dass es eine Infrastruktur gibt. Nein, das tun sie nicht. Sie machen eine Politik ganz gezielt, dass in diesem Land die Infrastruktur eben nicht mehr funktioniert. Und das funktioniert folgendermaßen. Da gibt es ein Gesetz, das gemacht wurde, das so aussieht, dass sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung für eine Erweiterungsmaßnahme einer Brücke brauchen. Ich will Ihnen das mal kurz erklären. Da wird begründet von linker Seite, dadurch durch die Brücke muss ja dann mehr Verkehr entstehen. Das heißt, durch diese Brücke, die von 4 auf 6 Fahrstreifen erweitert wird, haben Sie eine neue Umweltprüfung, die Sie machen müssen.
Das ist totaler Schwachsinn. Die Autobahn, die da ankommt und 6 Fahrspuren hat, auf der einen und auf der anderen Seite, die wird sowieso betrachtet. Und wir haben uns hingestellt und gesagt, wir wollen, dass natürlich jede Brücke in diesem Land, die ersetzt werden wird, dass die komplett ohne planungsrechtliche Überarbeitung, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung gebaut werden kann. Und dann stellen sich die Grünen, Linken und natürlich auch die CDU und die FDP hin und sagen, das geht nicht. Das geht aus europarechtlichen Gründen nicht. Liebe Leute, in Italien ist eine Brücke vor einigen Jahren eingestürzt. Und diese Brücke, die in Italien eingestürzt ist, die wurde innerhalb von 2 Jahren repariert. Übrigens, Italien hat die gleichen Umweltgesetze der Europäischen Union wie Deutschland. In Italien kann man also eine Brücke innerhalb von 2 Jahren komplett bauen, obwohl sie kaputt ist. In Deutschland kriegt man es noch nicht mal hin, in einem Jahr eine Brücke abzureißen, die kaputt ist. Das ist die Politik, die da im Rathaus auch gemacht wird. Und Sie müssen hier in diesem Land verstehen, es sind nicht diese Spinner, die unser Problem sind. Es sind die Politiker in diesem Land, die hier in Nordrhein-Westfalen momentan noch ungefähr 30-40% der Stimmen kriegen. Das ist unser Problem. Ich weiß, ihr wollt alle nicht Auto fahren. Ihr wollt gar nichts fahren. Aber wie seid ihr eigentlich hergekommen? Gar nicht drüber nachgedacht, ne? Aber egal. Fakt ist, die Politik, die unser Problem ist, ist diese Verlogenheit, dass wir in diesem Land eine Gesetzgebung akzeptieren, die tatsächlich eine Sabotage ist. Und diese Sabotage in diesem Land sieht so aus, dass man so tut, dass es ein verwaltungsgerichtliches Problem sei, eine Autobahnbrücke zu bauen. Völliger Unsinn. Wir wissen genau, welche Hebel man drücken muss, um in diesem Land die Infrastruktur in angemessener Zeit zu bauen. Deutsche Bauunternehmer haben überhaupt gar kein Problem, in 2 Jahren eine Autobahnbrücke zu bauen. Es sind auch nicht die Verwaltungsmitarbeiter hier auf der Behörde, die das Problem darstellen. Es sind auch nicht die Planer, die das Problem darstellen. Es sind die Politiker von SPD, FDP und Grünen, die sie in diesem Land sabotieren. Und diese faule Ausrede, dass die europäische Gesetzgebung hier im Wege steht, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir haben in der letzten Legislatur, da gab es übrigens eine CDU-SPD-Regierung, in der letzten Legislatur bereits darauf hingewiesen, dass es ganz klar in Deutschland möglich ist, Infrastrukturvorhaben schnell zu bauen, indem man nämlich besagte Vorhaben vom Deutschen Bundestag beschließen lässt. Eine Bundesautobahn wird im Bundestag beschlossen und dann kann jeder gegen diese Autobahn klagen. Nur, die Klage führt nicht dazu, dass der Bau nicht begonnen wird. In Deutschland ist es ja so, dass zu jedem Zeitpunkt eines Bauvorhabens, eines Planvorhabens, ein Käfer gefunden werden kann und dieser gefundene Käfer dann schützenswert erklärt wird. Ob jeder dieser Käfer da schon immer war, das ist schon eine andere Frage. Ich habe das in Stuttgart erlebt. In Stuttgart hat man auch gezielt die Infrastrukturproteste auf linker und grüner Seite dafür genutzt, eine Landesregierung zu kippen. Stuttgart 21 hat aber die Landesregierung trotzdem weitergebaut. Und zwar die neue Landesregierung. Leute, ihr werdet hier alle veräppelt. Wer gegen diesen Brückenbau ist, ist weich in der Birne und er will auch in unser Land kaputt machen. Das ist komplett Blödsinn. Wir brauchen eine funktionierende Infrastruktur. Wir können darüber reden, ob es eine Bahn- oder eine Straßeninfrastruktur ist. Wenn es aber eine Bahninfrastruktur ist, dann nehmen Sie die Drillerpfeife in den Mund. Was ist eigentlich Ihr politisches Argument? Wollen Sie eine Bahn, wollen Sie eine Straße oder wollen Sie gar nichts? Sie wollen gar nichts. Sie wollen nur protestieren. Was ist denn der Sinn Ihres Protestes? Das müssen Sie mal kommen, nehmen Sie Ihr Mikrofon, kommen Sie nach vorne. Können Sie machen. Ja, können Sie machen, können wir drüber reden. Aber Sie haben ja gar keine Argumente. Sie wollen Sabotage. Ja, Sie wollen Sabotage. Und diese Sabotage, die Sie hier machen, führt dazu, dass die anderen Menschen hier in Lüdenscheid, also die, die noch einen Job haben, dass die anderen Menschen hier in Lüdenscheid keine Autobahnbrücke kriegen. Und da müssen wir mal drüber reden.
Es ist Ihr Land. Es ist Ihr Land. Wollen Sie diesen Protest mit diesen Leuten? Finden Sie das gut, dass da Leute stehen, die einfach keine Argumente haben, die einfach nur unser Land sabotieren, die dafür sorgen, dass diese Läden hier alle kaputt gehen werden, die dafür sorgen, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, die dafür sorgen, dass die hier diesen Verkehr in der Stadt haben? Das sind die Schuldigen. Gehen Sie mal hin. Wenn Sie gut finden, dass die LKW diese Stadt kaputt machen und Sie Ihren Job verlieren, dann müssen Sie diese Leute da unterstützen. Und ich habe da eben auch eine SPD-Fahne gesehen. Ja, die SPD steht hinter diesen Leuten. Das sind die Zersetzer und Saboteure unseres Landes. Leute, ihr werdet benutzt. Und es ist euer Job, es ist euer Job als Demokraten in diesem Land, diesen Leuten zu sagen, wir wollen keine Saboteure. Ihr seid die Antifa. Ihr seid die Faschisten in diesem Land, die dieses Land kaputt machen, weil ihr Antidemokraten seid. Und euch gehören sämtliche staatliche Leistungen gestrichen, weil ihr macht dieses Land kaputt. Und wenn die staatlichen Leistungen wegfallen, eure Renten, eure was auch immer Zuschüsse ihr kriegt, dann werdet ihr sehen, dass es die arbeitenden Menschen in diesem Land sind, die euch die ganze Zeit finanziert haben. Wir machen Politik für die Menschen, die ihr Geld erarbeiten müssen. Wir machen Politik für die Menschen in diesem Land, die morgens aufstehen, in diesen Stau quälen und zu ihrem Arbeitsplatz fahren, damit ihr überhaupt Leistungen kriegt. Ja, so sieht's nämlich aus. Und es ist völlig egal, ob ihr einen Trillerpfeife in den Mund steckt oder nicht. Es ist völlig egal. Wir haben 17% der Wählerstimmen in diesem Land. Wir werden 30% kriegen. Und wir werden auch in Nordrhein-Westfalen in der Regierung sein. Und wisst ihr was? Es hat nichts mit Verkehrspolitik zu tun. Aber eure Leistung, die werden wir euch wegnehmen. Und deshalb demonstriert ihr hier nämlich auch. Wir werden euch zum Arbeiten bringen. Wir werden euch dazu bringen, dass ihr euch nicht mehr durchjuckeln könnt mit irgendwelchen Sozialarbeiterjobs. Und deshalb hasst ihr uns. Ja, ihr dürft uns auch hassen, aber ihr müsst Demokraten sein. Und wenn ihr keine Demokraten mehr sein wollt, so wie jetzt, dann macht ihr diese Gesellschaft kaputt. Ich möchte das nicht. Aber ihr zeigt uns, was ihr von Demokratie haltet. Gar nichts. Ihr seid keine Demokraten. Ihr habt es nicht verdient, Demonstrationsrecht für Demokratie in Anspruch zu nehmen. Ihr zeigt, wie sehr ihr die Demokratie in diesem Land verachtet. Es tut mir leid für jeden von euch, der verblendet ist. Wir machen keine Politik für euch. Wir machen Politik für die anderen Menschen da oben, die sich angucken, wie ihr dieses Land kaputt macht. Wir machen eine Politik, die dazu führt, dass wir eine funktionierende Infrastruktur haben. Wir stehen dafür, dass die Menschen, die jeden Tag in diesem Land aufstehen, Steuern zahlen, dass die ein besseres und leichteres Leben haben. Und deshalb machen wir Gesetze, wir sind in den Parlamenten, wir machen Gesetze und wir werden dieses Land verändern. Wir werden dafür sorgen, dass in diesem Land eine funktionierende Infrastruktur zum Alltag gehört. Wir werden auch dafür sorgen, dass solche Proteste, wie ihr sie hier macht, zukünftig konstruktiv sind. Wir wollen die Demokratie, wir wollen den Protest. Aber was ihr hier macht, hat mit Demokratie nichts zu tun. Gar nichts. Ich werde immer dafür kämpfen, dass jemand, der eine andere Meinung hat als ich, diese sagen kann. Und diese andere Meinung werden wir im Parlament abbilden. Und wir werden darüber abstimmen, ob wir links oder rechts rumgehen. Aber ihr habt ja gar keine Meinung. Ihr seid ja nur dagegen. Dagegen gegen was eigentlich? Unser Ziel ist es, dass in diesem Land das, was selbstverständlich ist, in einem Industrieland wieder funktioniert. Und ich bin, wie gesagt, ich bin verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Ich habe hier kein einziges Argument gehört. Kein einziges Argument gehört. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen im Nachgang mir sagt, warum er dafür ist, dass diese Brücke, für die wir kämpfen, dass diese Brücke nicht gebaut werden soll. Und Trillerpfeife ist kein Argument. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie in diesem Land die Gesellschaft spalten. Es ist tatsächlich so. Wir sind eine Demokratie.
Wir sind eine Demokratie. Und diese Demokratie funktioniert nur, wenn auf der demokratischen Seite dieses Landes Meinungen ausgetauscht werden können. Ich weiß ja, dass das hier ein organisierter Protest ist. Ich weiß ja, dass ein Teil von Ihnen dafür bezahlt wird. Ich weiß ja, dass Sie von Ihrer Partei hierher gekarrt wurden. Deshalb weiß ich auch, Sie bilden nicht die Gesellschaft ab. Sie sind ein ganz kleiner, verlorener Haufen. Sie sind im Parlament eben nicht vertreten. Und ich möchte Ihnen mal sagen, Sie sollten den Menschen in diesem Land eine Chance geben, dass wir über Infrastrukturpolitik reden können, dass wir darüber reden können, was die eigentlichen Gründe sind, dass diese Brücke nicht gebaut wird, nicht abgerissen wird. Die eigentlichen Gründe sind nämlich eine Hinhaltepolitik von SPD, FDP und CDU. Und diese Hinhaltepolitik, die den Menschen hier einen Bürgerbeauftragten vorsetzt, der ihnen Probleme aufnimmt, führt nicht dazu, dass diese Brücke schnell gebaut wird. Wenn wir, und das sage ich jedem hier, den das politisch interessiert, wenn wir in diesem Land die Dinge ändern wollen, dann brauchen wir im Deutschen Bundestag und auch in Nordrhein-Westfalen eine AfD-Regierungsbeteiligung. Und die wird auch kommen. Und dann kann ich Ihnen eins versichern. Wenn wir eine Verkehrs- und Infrastrukturpolitik in diesem Land machen, dann werden wir nicht mehr diskutieren, ob wir eine Umweltgesetzgebung nochmal prüfen, wenn ich eine Autobahn von 4 auf 6 Fahrstreifen erweitere und eine neue Brücke baue. Nein, wir werden die Baufirmen beauftragen, dass die Brücke gebaut wird und zwar so schnell es geht. Das macht ein modernes Land. Dass das hier in diesem Land passiert, ist eine Hinhaltepolitik. Wir werden anpacken. Es muss ein Ende haben. Wir können uns doch nicht von irgendwelchen spinnernden Gruppen, die antidemokratisch sind, unsere Stadt, unsere Arbeitsplätze und unser Leben kaputt machen lassen. Nein, das werden wir nicht. Wir werden dafür sorgen, wenn Sie uns Ihre Stimme geben. Wir werden dafür sorgen, dass diese Brücke in 2, 3 Jahren steht. Wählen Sie weiter diese Parteien oder hören Sie auf die Spinner da hinten. Dann werden Sie in 10 Jahren noch keine neue Brücke haben. Das ist das Ergebnis. Und wir müssen mal darüber reden. Ich spreche nicht diese Leute an, ich spreche alle, die uns zuhören, die hier nicht zu dieser organisierten Demo gehören. Es muss hier allen Menschen in diesem Land klar werden. Man kann in einer Demokratie durch ein einfaches Kreuz auf dem Wahlzettel Politik beeinflussen. Unsere Politik ist eine bürgerfreundliche Politik. Wir wollen, dass Sie mit dem Auto nach Lüdenscheid kommen. Wir wollen, dass Sie entspannt fahren können. Wir werden die Infrastruktur in diesem Land retten. Diese Leute und ihre organisierten Parteien, die dahinter stehen, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Aber die eigentliche Gefahr in diesem Land ist, dass sie eingelullt werden. Es sind nicht die Behörden unser Problem. Es ist der politische Wille. Man kann in diesem Land unter Berücksichtigung der Gesetze oder unter neuen Gesetzen, die wir machen können, können wir ohne weiteres eine Autobahnbrücke in 2 Jahren bauen. Das haben uns alle gezeigt. Es ist überhaupt kein Problem. Ihre Landesregierung und die Bundesregierung erzählen Ihnen Unsinn. Im Deutschen Bundestag haben Sie die entsprechenden Anträge abgelehnt. Die CDU, die FDP und die SPD haben diese Anträge abgelehnt. Sie haben gezielt sie getäuscht. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche verwaltungsgerichtlichen Verfahren ausprobiert werden müssen oder neu aufgesetzt werden müssen. Völliger Unsinn. Man kann diese Brücke ganz schnell ersetzen. Europarechtkonform. Dafür bin ich da und ich stehe gerne für Fragen dazu zur Verfügung. Und ich freue mich, dass der Tapfere Kreisverband hier in diesem Umfeld, wo eine Antifa offensichtlich organisiert hergekommen ist, um eine Verkehrspolitik zu sabotieren, ich freue mich, dass diese mutigen Menschen hier diese Demo organisiert haben. Ich bedanke mich dafür. Und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung.